Monster aus Bäumenland, Leute. Der Riss müsste, also der Blitz müsste jetzt gleich wieder einschlagen. Und ich wollte das einfach mal aufnehmen. Ich stehe hier gerade auf dem Dings. Oh, jetzt kommt der. Und Alter! LOL! Oha! Was? Ich wurde einfach komplett weggeboostet. Oha! LOL, ich hoffe, man hat das ein bisschen auf der Aufnahme gesehen. Ich bin einfach so nach oben geflogen und dann bin ich auf einmal voll runtergeplumpst. Ich lasse mich mal eben töten hier. Ich hoffe. Ja, nice. Weil dieser Blitz, der schlägt ja momentan immer jede 3 Minuten ein. Und ich bin mal gespannt, was damit so passiert. Ich denke mal, das hat irgendwas. Ah! Und stimmt! Gerade habe ich übrigens den Vollstrecker, den Roadtrip-Skin freigeschaltet. Ich bin übrigens mal gespannt, was es damit jetzt auf sich hat. Mit dem Riss, weil dieses lilane Pinke sieht ja so aus wie vom Drift der, diese Blitze hier. Und ja, ich bin mal gespannt, was es dazu jetzt noch die Tage geben wird. Ich hoffe, Epic Games macht da mal wieder was Nices, aber muss man sich überraschen lassen. Es gibt auf jeden Fall viele Sounds wieder in den Datenfiles, aber muss man mal gucken, wie Epic Games das Ganze umsetzt. Ich hoffe, gut. Meine Meinung zum Roadtrip Skin, er gefällt mir besser als der Besucher, aber wirklich mögen ist jetzt die andere Sache. Ich packe mal so rein. Ich finde halt so, dass hier oben bis hier geht so, ne? Aber dann hier unten wirkt er mir so richtig fett und da fehlt mir halt einfach hier dieses ganz, wo gehe ich denn jetzt drauf? Hier dieses ganz normale Standardding bei den Skins und das hat der Skin halt leider nicht. Der hat einfach nur so komische silberne Schienbein, also so Knöchelschoner. Aber mehr ist dann da auch nicht, ne? Also hier unten irgendwie und die Schuhe sind halt auch nicht so wirklich mein Geschmack. Dann hat er hier unten noch so Arschklappen. Nee, ist nicht so mein Fall. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den Skin so findet. Auf jeden Fall wollte ich euch nur mal dieses kleine Video zeigen. Ciao.